Habe dir YouTube. So, jetzt haben wir unseren September Lure Drop. Heute mal mit ein bisschen größeren Messer, um ein Zeichen zu setzen gegen ein Messerverbot. Man kann nicht verboten, was sowieso schon verboten. Also man kann nicht verbieten, was sowieso schon verboten ist. So. Nicht, okay, jetzt mal wieder nicht. So. Schauen wir mal. Aduska Jerk Spiker Jerkbait 13 cm. Normaler Hecht-Jerkbait. Yosuri-Jerkbait, ein kleinerer mit 11. Also der geht auf alles und das ist eine Sonderfarbe. Und die Yosuri, ich habe die vorher auch nicht gekannt, vor dem Lure Drop, aber die sind regelmäßig drin und das sind sehr qualitativ hochwertige Wobbler, muss man ganz klar sagen. Zack, Hitch. Schau, dass wir tief tauchende. Ja, sehen wir dann. Crankbait, Sonderfarbe, brandneu, ein Barsch Crankbait, Bladed Jig, Aufnahme 10,6 Gramm, gute Haken, die Musaga Haken sind auch sehr gut, die habe ich jetzt ein paar Mal genommen. Storm, ist wieder sehr interessant, welche Farbe jetzt diesmal dabei sind für die Storm Gummifische. Bite of Bleak Butterbolt. Das ist natürlich auch ein Name. Bite of Bleak Butterbolt. Sehr geil. Und das, was ist das, das Mühlkoppen-Imitat? Keine Ahnung. Müssen wir mal jetzt direkt an. Fangen wir einfach mal das Auspacken an. Jackpot. Da hat es ein, gewinnt ein Jackpot. Wer ein Jackpot über mein Ding gewinnt, muss mich zumindest benachrichtigen und vielleicht mal sagen, hey, Dankeschön. So, was haben wir denn hier noch? Paolo Baragioli. Jawohl, 95er Zander sind alle. Hat da schon was getan, der Kumpel? Das ist ja fette, fette Kirsche da. Also das sind die Yosuri-Wobbler, wo ich schon mal gesagt habe, die japanischen Wobbler, echt geil. Echt geil. Also, Chickheads. Nie verkehrt. Nie verkehrt. Immer schön mit dem Baitkeeper in verschiedenen Größen. Sehr geil. Das ist jetzt der Yosuri Jerkbait 110, genau. Das ist jetzt kein Fire Tiger, sondern mehr so grün-golden ohne das Rot jetzt. Aber trotzdem das Barsch angedeutet mit drum. Sehr gut, will ich gleich mal fischen dieses Wochenende. Alter Schwede. Sorum. Storm Lures. Ja, die sind jetzt glaube ich aber jetzt auch nicht die alleraufwendigsten. Hier Watercolor, kleiner Paddletail, ist ziemlich soft, warum nicht? Ja, der schaut schon nicht schlecht aus. Das ist jetzt der Jerk Spiker 130 von Adusta. World Standard Jerkbait von Monsterfish. Der hätte jetzt meiner Meinung nach
eine Nummer größer die Drillinge vertragen oder vielleicht noch einen dritten und die zwei weiter hinter gesetzt. Also den hinten natürlich nicht, aber den vielleicht weiter in die Mitte gesetzt. Aber sonst schaut es sehr nice aus, das Hechtdekor. Ja, ich weiß nicht, ich tue mich immer ein bisschen mit Jerkbaits, das nervt mich immer so, das Gezupfe, aber ich will es probieren. Ich will es probieren. Wahrscheinlich nicht lang, aber ich will es probieren. Bite of Bleak. Ja, das schaut schon so aus wie so Mühlkoppen. Imitat, das war praktisch. Gefährlich süß, man darf sich ja kaum vortäuschen lassen, diese niedlichen Mini-Grundel. Eine Mini-Grundel. Ja, ich meine, das ist halt da, wo es Grundeln gibt. Ach ja, das ist nice. Da ist praktisch für ein bisschen Weedless, dass nicht jedes Gräschen aufgefangen wird, ist da die Rückenflosse geteilt, wo der Haken praktisch eingeschlossen ist. Machen wir auch gleich mal einen Run hier. Ah, fast zu lang. Eine Kürze. Fast zu lang. Setze es. Wenn nicht ganz einsteckt, naja. Vielleicht tiefer. Nein, das ist zu groß dann. Sind alle nur mal zu groß. Müsst ihr ein bisschen kleiner nehmen, aber you get the idea. So tief will ich nicht machen. Normalerweise muss es so sitzen und dann schaut er halt vorne ein bisschen raus. Also müssen wir eine Nummer kleiner machen. Hinten ist er nicht mehr geteilt, oder? Doch, also ganz. Ist auch nicht schlecht. Kann man praktisch einen größeren vielleicht mal probieren. Hinten rein. Ja, da reicht es auch nicht. So kann man es mal probieren, aber da müssen wir jetzt ganz genau dann da rauskommen. Weiter nach hinten. Bisschen schaut's raus. Genau, wenn ihr weiter reinschickt, drückt sie weiter raus. Also ihr müsst noch ein bisschen tiefer liegen. Aber ihr wisst, um was das geht. Bite of Bleak sagt mir jetzt auch gar nichts. Butterbolt. Schweden. Sverige. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Eine Sonderfarbe. Brandneu. Dicker, fetter Crank. Ja, kann man nichts dazu sagen, außer schaut saugeil aus. Sagt er. Magnetic Kite System. Das heißt, beim Werfen behält der Magnet die Gewichte auf einem Punkt, dass es leichter zum Werfen geht. Und dann durch die Wurfkraft fliegen die Kugeln wieder hin und her. Denke ich, oder? Lead-free. Also bleifrei, 14 Gramm, 55 mm. Genau, das ist Magnet-Cast-System. Das heißt, die Kugeln schlagen hinten an und werden magnetisch gehalten. Beim Wurf alles hinten, bis praktisch herausgeschossen wird und dann sind die wieder frei und können rattern. Ultraschallpucks. Gut. Ja, schaut geil aus. Das ist super Wobbler-lastig diesmal. Der Zack Wobbler, Hitch, der schaut auch sehr, sehr gut aus. Auch eher für den tieferen Lauf wahrscheinlich.
2 Meter Tiefe, 7,5 cm. Silent. Vielleicht dann für die überfischten Gewässer, wo das typische Wobblerrasseln die erfahrenen Raubfische schon lang kennen. Sehr spannend, dass mal Silent Wobbler dabei ist. Rabenzucker. Oh, das ist wieder von Bite of Bleak aus Schweden. In Chartreuse Lila. Ein Bladed Chick oder Chatterbait. Ja, das wäre doch gleich was für den Koppen wahrscheinlich. Muss man direkt vielleicht so einen Stromgeld drauf montieren. Aber das muss ich noch entscheiden, weiß ich noch nicht, was ich da mache. Und ein Aufkleber. Lure Drop. Das ist praktisch dieser eine. Aber warum so verpixelt? Also, unser September Lure Drop, sehr wobblerlastig. 1, 2, 3, 4 Wobbler. A Bladed Jig. Kleine Gummifische. Und geformte Gummifische. Also, Grundmüllkoppen imitat. Bei mir jetzt vielleicht nicht so was. Ich denke, die gebe ich her. Wenn die wer will, ich lasse mal einen da zum Probieren. Und wenn die wer will, müsst ihr euch schreiben, oder? Ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Die gehen raus. Vielleicht lege ich da noch einen von denen mit da rein. Kamera mal. Also, like, comment and subscribe. Und lasst euch die Messer nicht verbieten. Wir brauchen Messer zum Arbeiten. Wir brauchen Messer zum Fischen, zum Jagen, zum Arbeiten. Was soll der Schmarrn? So viel zu dem Thema. Danke, Habadere, bis zum nächsten Mal. Nachtrag. Irgendjemand hat immer gesagt, ich soll die UV-Aktivität überprüfen von die Köder. Also Moment. Ich meine, der ist super UV-aktiv natürlich. Aber der auch. Sehr UV-aktiv. Der jetzt weniger, aber irgendwie ein bisschen auch, finde ich. Der gar nicht. Der wieder sehr oben. Oben unter Kopf. Das hechte Metall wieder gar nicht. Passiert gar nichts. Super UV-aktiv. Neon. Ja. Gut, das war's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Like and subscribe. Habe dir.